Hallo, ich bin Philipp Kraut von der Arbeitsstelle Grimm Briefwechsel an der Humboldt-Universität Berlin und ich starte mit diesem Video eine kleine Reihe über die Arbeitsweise der Brüder Grimm. Wie haben sie gearbeitet? Das bekommen wir nur raus, wenn wir die Arbeitsmaterialien der Brüder Grimm anschauen, die sich in ihrem Nachlass befinden. Denn die ja, vielzähligen Publikationen der Brüder Grimm waren nur möglich. Durch äh, umfangreiche Vorarbeiten, also durch Zettelmaterialien, durch Notizbücher. Man kann sich das so vorstellen, wenn wir heute einen Aufsatz schreiben oder sogar ein Buch schreiben ähm, und publizieren wollen, dann gibt es ja auch ganz viele Arbeitsschritte und Materialsammlungsschritte, die vor der Publikation äh, liegen. Oder selbst wenn wir einen Vortrag halten, ähm, da heutzutage würde man vielleicht Lesezeichen im Browser speichern. Sich äh, Notizen anlegen in Word-Dokumenten. Die Brüder Grimm haben das natürlich noch nicht elektronisch gemacht, sondern auf Papier. Ähm, bekannt sind ja vor allen Dingen die Publikationen der Brüder Grimm und durch ja, die äh, Briefausgabe, kritische Ausgabe des Briefwechsels der, der Brüder Grimm, auch der, der Briefwechsel der Brüder Grimm. Ähm, der Nachlass beinhaltet aber noch weit mehr Materialien. Also das publizierte Werk ist bekannt, der Briefwechsel ist auch nur zu einem gewissen Teil bekannt, aber wirklich weitgehend unbekannt sind die anderen Nachlassmaterialien. Ähm ja, wenn man jetzt diese Nachlassmaterialien anschaut, dann ist das in ganz großer Menge der Briefwechsel, also die Originalbriefe, äh, die den Brüdern Grimm geschrieben wurden. In anderen Nachlässen von anderen Personen liegen dann Briefe die die Brüder Grimm an diese Person geschrieben haben, erstens das, und der ja, zweite große Anteil des Grimm-Nachlasses ist ihre Bibliothek. Die ist auch schon ganz gut erforscht, aber in Tiefe wirklich auch noch nicht ausreichend erforscht, aber wenigstens bekannt durch einen Katalog von Irmgard Teitke und Ludwig Denecke, 1989 publiziert. Also die Grimm-Bibliothek ist so das, der zweitbekannteste oder... Auch einer der bekannteren Nachlassanteile. Und dann kommen aber als, kommt als wirklich unbekannter Nachlassanteil, äh, kommen die Arbeitsmaterialien der Brüder Grimm. Wir schauen uns mal kurz an, also die Brüder Grimm haben ja sehr, sehr viel publiziert. Die Märchen, die Kinder- und Hausmärchen 1812 mit den ganzen Auflagen. Sie haben zusammen die Deutschen Sagen publiziert, 1816. Als Alterswerk fällt einem das deutsche Wörterbuch ein. Sie haben auch zusammen Editionen hergestellt äh, und publiziert, zum Beispiel der altnordischen Edda, Dichtung 1815 oder des armen Heinrichs von ähm, Hartmann von Aue. Ähm, ja, Jakob Grimm ist berühmt für die deutsche Grammatik. In, die in mehreren Auflagen und mehreren Teilen erschienen ist für die deutschen Rechtsaltertümer 1828 die deutsche Mythologie 1835 die Geschichte der deutschen Sprache 1848 Wilhelm Grimm hat auch äh, eigen natürlich eine Vielzahl eigener Publikationen ähm, die man hier noch nennen kann deutsche Heldensage dann äh, Editionen ähm, zum Beispiel das ähm, Rolandslied herausgegeben und so weiter Neben diesen größeren Projekten haben die Brüder Grimm natürlich noch eine Vielzahl von Aufsätzen publiziert, Rezensionen, später Akademieabhandlungen. Man kann sich vorstellen, dass diese große ja, Publikationstätigkeit, diese umfangreiche Publikationstätigkeit begleitet war oder begleitet werden musste durch ja, äh, Vorarbeiten, durch ähm, Zwischenstufen von Werkmanuskripten, durch Zettelsammlungen. Ähm, durch ja, wissenschaftliche Materialsammlungen. Wieso ist der Nachlass der Bruder Grimm nun besonders interessant aus wissenschaftshistorischer Sicht? Er ist sehr, sehr gut und umfangreich erhalten. Das heißt, man hat ganz verschiedene Arbeitsmaterialiengattungen äh, aus der kompletten Lebenszeit oder der Zeit, in der sie wissenschaftlich gearbeitet haben. Äh, das heißt, vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zum Tod 1863 von Jakob Grimm ähm, eine ja wirkliche große Zahl von äh, Materialien und natürlich die Qualität die Brüder Grimm waren ja gehörten ja zur Speerspitze der sich entwickelnden deutschen Philologie im 19 Jahrhundert aber auch ja gehörten zu Experten ganz oder sehr verschiedener Forschungsrichtungen also Jakob Grimm für die Sprachwissenschaft. Ja, da gibt es unglaublich viele Materialien zu sprachwissenschaftlichen Fragen in seinem Werk. Wilhelm Grimm äh, mit, äh, heute würde man sagen, literaturwissenschaftlichen Interessen. Da gibt es unglaublich viele äh, Sammlungen zu ja, Literaturmotiven, zu äh, einzelnen Autoren oder beziehungsweise Verfassern. Unglaublich viele Materialien zu seinen äh, Editionen mittelhochdeutscher Literatur und wir haben das Glück, dass wir diese Materialien auf die gedruckten Werke beziehen können. Das heißt, wir können diese Materialien äh, im Nachlass ähm, ja oft ähm, publizierten Projekten ähm, zuordnen und dann genau schauen, wie haben sie vorgearbeitet? Was ist aus diesen Materialien publiziert worden? Wie ist es publiziert worden? Wie haben die Brüder Grimm Quellen exzerpiert, ja, also Textstellen oder Materialien, oder ähm, Sätze, Konzepte, Begrifflichkeiten, Motive exzerpiert aus, aus ja, Handschriften und aus Literatur. Wie haben Sie dann diese Informationen in Ihre Materialsammlung übertragen und aus den Materialsammlungen dann Ihre Bucher, Bücher hergestellt oder Ihre Aufsätze geschrieben? Das heißt, ähm, rein wissenschaftshistorisch ist das eine unglaublich gute Quelle. Ähm, jetzt auch nicht nur für die Germanistik, sondern sie haben sich ja zum Beispiel auch mit dem Altnordischen beschäftigt. Hier im Hintergrund sehen wir ein aus der frühen Arbeitsphase der Brüder Grimm aus der Zeit, an der sie an der Edda altnordischen Edda-Dichtung gearbeitet haben, ein altnordisches Glossar, also ein Wörterbuch des Altisländischen, das sie selbst geschrieben haben. Das sieht man hier im Hintergrund des Videos. Und interessant ist auch, dass man diese ganzen kleinen, ja Pragmatischen Aufzeichnungsformen sieht wirklich kleinste Zettel. Man kann nachverfolgen, wie ja Informationen, kleine Exzerpte auf kleinen Zetteln ähm, dann genutzt wurden, für ähm, äh, ja, um bestimmte Kapitel zu schreiben, für äh, die dann in größeren Werkmanuskripten ähm, ja, gelandet sind. Was versteht man alles unter Arbeitsmaterialien der Brüder Grimm? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, denn man hat ähm, ja diesen großen Berliner äh, Nachlassanteil und auch noch kleinere Teilnachlässe, etwa in Marburg oder Kassel. In Krakau liegt auch noch einziges, einiges. Und ähm, da muss man erst mal herausfinden, was sind Arbeitsmaterialien, denn die Kataloge, die es gibt, listen jetzt nicht diesem Nachlassmaterialien auf nach bestimmten äh, Gattungen äh, nach bestimmten Textsorten, sondern relativ kontingent. Und ähm, ja, es ist also wichtig. Und so bin ich auch vorgegangen in meiner Doktorarbeit, die Arbeitsmaterialien erstmal anhand der vor vorhandenen Kataloge zu erschließen und zu schauen, was da ist und so ein bisschen grob vorzusortieren. Da kommt man dann schon zu einigermaßen guten Kategorisierung, die aber natürlich immer noch äh, fließend sind. Man kann sich vorstellen, dass ja ein, vielleicht eine Sammlung von Exzerpten äh, auch so ähnlich ist wie eine Sammlung von Abschriften. Ja? Weil ab wann, ab welcher Länge ist ein Exzerpt schon eine, eine Abschrift? Ja? Das sind ähm, Begriffshubereien, die einen da nicht äh, weiterführen. Ähm, aber so heuristisch kommt man schon ganz gut weiter, wenn man erstmal so mit klassischen ja, Textsorten daran geht. Und da kann man dann festhalten, es gibt äh, erstmal Bücher, also die private Bibliothek der Brüder Grimm, da muss man vielleicht unterscheiden zwischen ja, ihren eigenen Werken, die sie natürlich auch als Bücher besessen haben und äh, als Handexemplare ergänzt haben, korrigiert haben, weiter dran geschrieben haben und fremde Werke, die sie dann als ja, für ihre Lektüre genutzt haben und ähm, exzerpiert haben, dann Wichtig sind Abschriften im weitesten Sinne, ja, Abschriften, dann Notizbücher auch im weitesten Sinne, die können ganz unterschiedliche Formen haben, also eher so gemischte Hefte, aber auch systematische, ähm, ja, ähm, handschriftliche äh, Bücher oder auch ja, Notizsammlungen zu bestimmten Arbeitsprojekten, zu bestimmten Editionen, dann Zettelsammlungen mit die komplizierteste, Arbeitsmaterialien, Gattungen auch kaum zu datieren, weil Zettel aus ganz verschiedenen ähm, Perioden äh, des Arbeitslebens der Brüder Grimm vorhanden sein können in einem Konvolut und dann auch Werkmanuskripte. Das heißt, ähm, die handschriftlichen Vorstufen des gedruckten Werkes ähm, oder sogar, das haben wir auch, tatsächlich das Werkmanuskript, das Handschriftliche, das dann in die Druckerei gegangen ist zum Setzer, und dass die Brüder Grimm dann auch wiederbekommen haben manchmal im Hintergrund sieht man eine Übersichtstabelle über die Arten der Arbeitsmaterialien äh, wer äh, von den Brüdern Grimm ja maßgeblich diese Materialien bearbeitet hat viel haben sie oder manches haben sie auch zusammen genutzt und bearbeitet und die Anzahl der Konvolute und ähm, das ist schon erstaunlich was für eine Menge von Arbeitsmaterialien der Bruder Grimm überliefert ist. Also wir sehen hier ja schon ähm, mehr als hundert äh, ja, sehr äh, häufig benutzte Bücher. Das sind handschriftlich annotierte, ständig benutzte Handexemplare gedruckter fremder Werke, wie ich sie hier nenne. Bücher, die über und über gefüllt sind mit Notizen der Bruder Grimm. Wir haben äh, mehr als 150 Konvolute von Abschriften. Als Abschriften zähle ich hier ja einzelne gebundene Hefte, die dann meistens abgeschlossene Werke komplett abschriftlich enthalten. Also ich zähle hier jetzt nicht äh, einzelne Blätter in Zettelsammlungen mit, die ähm, irgendwie eine Kurzabschrift einzelner Stellen enthalten, sondern ja Einzel existierende als gebundene Bücher, existierende Abschriften. Notizbücher, auch mehr als 60 Notizbücher, Z Zettelsammlung, da sind wir bei 160 Konvoluten, also nicht 160 Zettel, sondern 160 Konvolute, die von sehr wenigen Zetteln äh, bis zu ja, tausende Zetteln enthalten können. Und dann hier noch Werkmanuskripte. Der Brüder Grimm, da haben wir auch ja, mehr als 50 überliefert. Damit das alles keine graue Theorie bleibt, zeige ich jetzt noch ein paar Bilder dieser Materialien zur Einführung. In anderen Videos gehe ich dann vielleicht noch ein wenig genauer auf diese Arbeitsmaterialien ein. Es ist nämlich sehr, sehr wenig digitalisiert. Beim Briefwechsel sind wir ganz gut dabei aber andere arbeitsmaterialien sind oft wirklich nur in der bibliothek zu benutzen vor allen dingen in der berliner staatsbibliothek deswegen hier ein paar äh, bilder von mir hier sehen wir ein buch also arbeitsmaterial gattung buch das hat ähm, jakob grimm sehr intensiv benutzt für seine sprachstudien für seine für vorarbeiten zu seiner deutschen grammatik die ja Zuerst 1819 erschienen ist und er benutzt dieses Buch hier, das ist ein ja, ständig benutztes Handexemplar und zwar der ähm, einer Edition der ähm, gotischen Bibelübersetzung des goten Bischofs Wulfila. Hier ist der Ulfina, Ulfilas genannt, das ist eine Ausgabe hier, die beruht auf Materialien von diesem Friedrich Karl Fulda. Herausgegeben von Zahn, Weißenfels 1805. Also eine ja, schon ja, nicht so alte Ausgabe. Das ist jetzt keine Ausgabe irgendwie aus dem 17. Und 18. Jahrhundert, sondern das, was Jakob Grimm zur Verfügung stand, um die gotische Sprache zu erforschen. Wir können einmal hier ein bisschen uns durchklicken. Das ist hier das äh, Vorsatzpapier vor dem Titelblatt. Das ist auch ganz typisch für die Brüder Grimm. Notieren, notierten die Brüder Grimm oft Informationen zum Buch, bibliografische Angaben, mh, Notizen. Hier heißt es zum Beispiel oder Anzeigeblatt der Berliner Jahrbücher 1835 notiert hier Jakob Grimm. Da wird nämlich eine neue Ausgabe des Ulf, des Ulf, also des Ulfilas angekündigt. Ja, also so, so etwas, was man ähm, sich merken wollte und das thematisch passend war, konnte hier. Vorne in die Bücher notiert werden von den Brüdern Grimm. Wir schauen uns dann mal an, wie das Buch innen drin aussieht. Äh, Im Buchblock hier ist der Grammatikteil des Buches. Also nach der Edition ähm, gibt es dann auch eine kleine gotische Grammatik. Jakob Grimm hat diese gotische Grammatik dann ganz anders in seiner deutschen Grammatik aufgebaut. Deutsche Grammatik nach Jakob Grimm heißt ja auch germanische Grammatik. Das heißt, er hat die gotische Sprache in seiner deutschen Grammatik erforscht und hier diese ältere Grammatik des Gotischen benutzt und wie er das benutzt hat. Sehen wir hier ganz schön, man sieht äh, sehr, sehr viele Notizen von ihm mit Feder und Tinte hier eingetragen. Man muss sich auch vorstellen, dass es ja schwierig war, Feder und Tinte so zu benutzen, dass man hier ohne Tintenkleckse und sehr, sehr klein eintragen konnte, ohne dieses Buch zu verderben. Man sieht hier zum Beispiel, dass er schon, hier geht es um eine bestimmte Deklinationsklasse des Gotischen, dass er selbst schon äh, sich eingetragen hat, wie er denn hier diese Deklination, ähm, wie er die Deklination in seiner eigenen Grammatik ähm, aufbauen möchte. Da hat er dann schon eine Gliederungsmarke A für die männliche Deklination eingetragen und da findet man dann äh, Notizen hier ähm, ja aus aus der Quelle. Ähm, Gliederungsmarkierungen, Korrekturen und so weiter. Hier zeige ich ein Abschriftenkonvolut von Wilhelm Grimm. Die Brüder Grimm haben sehr, sehr viele ähm, ja, Abschriften selber angefertigt. Sie haben sich aber auch von anderen Personen Abschriften anfertigen lassen und zuschicken lassen von Freunden ähm, oder jüngeren Studenten. Das hier ist ein ja, wunderschön gebundenes Abschriftenkonvolut von äh, Meisterliedern aus ähm, einer Meistersängerhandschrift ähm, aus dem ähm, früheren Besitz von Achim von Arnim. Und Wilhelm Grimm hat in der Königlichen Bibliothek, diese Handschrift war dann in der Königlichen Bibliothek später, und hier um 1815 ist er dann nochmal in die Königliche Bibliothek gegangen, um Abschriften anzufertigen von einigen Meisterliedern. Man sieht hier, das ist in Rot eingebunden. Dieses Buch äh, hier schön in dieser äh, Prägung, so leicht antikisierend. Hm, so sieht das dann aus. Man kann sich vorstellen, dass äh, dieses, diese handschriftliche Abschrift auch in dem Bücherregal der Brüder Grimm sehr gut aussah. Die Einbahnfarbe Rot haben sie für besonders äh, wertgeschätzte ähm, Bücher gewählt. Und man muss dazu wissen, die ähm, ja Bindung durch den Buchbinder war viel üblicher im 19. Jahrhundert. Man hat oft die gedruckten Bögen gekriegt, die man dann vom Buchbinder des Vertrauens hat einbinden lassen. Aber man konnte auch handschriftliche eigene Zettelmaterialien einbinden lassen. Und das sehen wir hier. So sieht man das dann aus. Also es steht, stand wie ein gedrucktes Buch im Regal. Wenn man es aufgeschlagen hat, waren da aber handschriftliche Abschriften drin. Das hier ist. Ähm, eine, also das hier ist die Abschrift von Wilhelm Grimm, einer, äh, eines Meisterlieds im Stile von Hans Sachs. Ja, in der Silberweiß H. Sachsen, die zween Gesellen, hier oben ist dann eingetragen, aus welcher Quelle Wilhelm Grimm, das hat hier, das, da muss man schon ein bisschen sich auskennen, Code Arnim Nummer 36 und dann hier seine Abschrift. Wie gesagt, die Notizbücher der Brüder Grimm konnten ganz unterschiedlich aussehen, unterschiedlich groß sein, von kleinen ja, ähm, Heften, äh, kleinen Büch Büch Büchern bis zu so großen, also wirklich in so einem großen Quadformat angelegten ja, Exzerpt lexika Das sind hier zwei Bände von Wilhelm Grimm. Ich nenne es die Altdeutsche en Enzyklopädie, wenn man so will, in diesen äh, dicken Büchern von ja, zusammen 800 Seiten exzerpierte Wilhelm Grimm ja altdeutsche Literatur, vor allen Dingen mittelhochdeutsche Literatur hinsichtlich bestimmter kulturhistorischer Kategorien. Ähm, man muss sich das so vorstellen, es ist wie so ein ja, nach Sachgruppen geordnetes Lexikon ähm, und dann unter die verschiedenen Überschriften hat dann Wilhelm Grimm Belegstellen aus der Literatur geschrieben. Von außen sieht es so aus. Ein ja, bisschen näher dran. So, also da waren dann auch war eingeprägt eine kleine 1 und eine 2. So sieht das ungefähr aus. Wenn man dann da reinschaut, sieht das so aus. Also nicht jede Seite ist befüllt, sondern Wilhelm Grimm hat sich immer Platz gelassen, auch noch Sachen nachzutragen. Das ist das Material ist hier etwa von 1824-1825. Man sieht auch sehr gut, wie er hier ähm, eingetragen hat. Also es gibt hier diese Oberkategorie Waffen und Rüstung Die Fragestellung dahinter ist, welche ähm, Waffen und Rüstungen kommen in der mittelhochdeutschen Literatur vor? Und dann hat er hier schon so eine, ein Klassifikationssystem. Hier sind das dann verschiedene Arten und Benennungen von Rüstungen. Kann man rangehen. Es gibt den Stachelhurt im König Rotha. Also es sind immer so Kurztitel hier. Es gibt den Isenhut im Vigal, nee, ähm, das kann ich gerade nicht entziffern, aber hier zum Beispiel den Hornhurt im Bitterolf. Ja, äh, dieser Stachelhurt ist im Vigalois, Vigalpunkt, ähm, ähm, kommt er vor. Das hier, jetzt habe ich es äh, entziffert, das ist der Friegedank, also Freidank, Frieg. Ähm, man sieht schon... Das sind persönliche Arbeitsmaterialien, die in der Form jetzt nicht für die Publikation bestimmt sind. Das sind ja, Kurztitel, die muss man heute ein bisschen äh, entziffern erstmal. Ja, das ist ein sehr schönes Material und man muss dazu sagen, diese Art von Lexikon gibt es auch bis heute nicht. Was ist mit Zettelsammlung gemeint, wenn ich sage, dass die Bruder Grimm sehr viele Zettelkonvolute oder sehr viele Sam Zettelsammlungen hatten, die heute als Einzelkonvolute im Nachlass liegen. So sehen, sieht das aus, wenn man eine Zettelsammlung aus dem Nachlass bestellt. Äh, das ist ein alter Umschlag. Hier hat ähm, Rudolf Grimm, Sohn von Wilhelm, was draufgeschrieben, Kollektor neben Jakob Grimm und darunter befinden sich die Originalmaterialien von Jakob Grimm. Man sieht hier ganz verschiedene Arten von Zetteln in verschiedenen Formaten, verschiedenen Papierfarben, Größen mit einem Umschlag hier von in diesem grünen Glanz, türkisen Gra Glanzpapier beschri beschriftet von Jakob Grimm Sitten. Das heißt, es ist eine Zettelsammlung zu Sitten, altdeutschen Sitten. Jakob Grimm oder die Brüder Grimm hatten ja, man würde heute sagen, ein sozialhistorisches Interesse an der Vergangenheit. Sie waren weniger interessiert an jetzt, ähm, ja. Uh, Urkunden, Chroniken, Daten uh, der Geschichte weniger interessiert an, den, uh, an der politischen Ereignisgeschichte, sondern eher an sozial- und kulturhistorischen Fragen. Und Jakob Grimm hat zeitlebens versucht oder hatte vor, ein Buch über altdeutsche Sitten zu schreiben. Und hier sehen wir Vorarbeiten dazu, das heißt eine Zettelsammlung zu diesem Thema. Ja, so sieht das dann aus. Fängt an hier mit einem. Das ist leider schlecht fotografiert. Zu so einem Zettel über Frauenverehrung. Ja, das geht dann so weiter. Das sind auch ganz unterschiedliche Schriftstile von Jakob Grimm. Das heißt, aus unterschiedlichen Zeiten stammen diese Zettel. Und es ist nicht einfach zu benutzen, aber ganz wichtig zu haben aus wissenschaftshistorischer Perspektive. Als letztes äh, Arbeitsmaterial in dieser kleinen Einführung stelle ich hier ein. Werkmanuskript Jakob Grimms vor. So liegt das vor einem, wenn man das bestellt in der Bibliothek. Das ist ein Fragment des Gesamtwerkmanuskripts der deutschen Grammatik von 1822. Das kann man hier an dem Thema erkennen: laut und ablaut im Allgemeinen. Das ist ein Thema, das 1822 äh, vorkommt in der Grammatik. Wir Klicken uns da mal weiter. So ungefähr sieht das aus. Das sind so Quartblätter, die mit Korrekturrand hier geschrieben wurden. Und wir sehen schon auch eine Art ja, Vorformatierung des Buches, wie es dann später erschienen ist. Also wir haben hier schon diese Kolumnentitel, ja, so einen Kolumnentitel und auch in ja, ähm, Großbuchstaben die Überschrift geschrieben. Wir sehen auch, dass Jakob Grimm dran gearbeitet hat an diesen Werkmanuskripten. Man sieht durchstreichung Unterstreichungen. Ähm, wir sehen ersetzung also Durchstreichungen, die dann ersetzt sind durch andere Wörter. Das kann gut sein, dass das hier eine Vorstufe des Werk des Druckmanuskripts ist, also dass vielleicht ähm, Jakob Grimm noch ein, ein weiteres Druckmanuskript angefertigt hat. Das ähm, habe ich aber noch nicht erforscht, wie das sich hier genau verhält. Das war die kurze Einführung zu ja, Arbeitsweisen der Bruder Grimm dargestellt anhand ihrer Arbeitsmaterialien, denn das sind die Haupt-, ist eine der Hauptquellen, um ihre Arbeitsweisen vorzustellen in kurzen Einzelvideos, so ist es geplant, gehe ich noch genauer auf die einzelnen Arbeitsmaterialiengattungen ein. Vielen Dank.